Cresselia. Ja. Ist das nicht legendär? Ich muss es mir nach der Runde, nach der Folge angucken, wie hoch es positioniert ist. Wenn es, du hast, also es geht nicht als legendäres, ein, es geht als pseudo-legendäres. Okay. Das heißt, ich muss du gucken. Du hast ein Cresselia vor dir. Ja. Du hast Pokebälle. Ja. Und du hast Trugschlag. Ja. Ja, dann viel Spaß. Danke. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich das fange, ohne es zu schwächen. Es ist ein Wasser-Pokémon, vergiss das nicht. Ich hab's gerade gemerkt. Warte, ist da oben nicht auch noch ein Pokéball? Ja. Ja. X-Spezial. Ach. Keine Session ohne Tod. Das mir zu viel Zeit. Nein, das meine ich nicht. Keine Session ohne Tod meinte ich eher. Ist das ein Trainer? Nein. Oh, ich dachte schon. Da drin ist aber noch ein Magma-Rüpel, ne? Das weiß ich. So, okay. Ich bin jetzt in der Höhle. Das ist gut. Pokéball gefunden. Ich setze weiter Sindelbell ein. Ich hab den ersten Kampf. Encounter? Ja. Oh, das wollte ich letztens haben. Ich hab schon so ein Wassergesteinsviech. Ist egal. Es ist ein gutes Pokémon. Echt? Ich mag es. Wollen wir tauschen? Warte erst mal, was ich bekomme. Vielleicht kriege ich okay. Inkognito jetzt. Ich muss kurz im Kreis laufen, bis Schutz nicht mehr wirkt. Wieso wirkt Schutz so lange? Ach, jetzt hat Schutz aufgehört. Und mein Encounter ist... So, was ist es? Oh, das will ich haben. Das kommt in unser Team. Ich habe den Starter vom Arenaleiter von dir. Den Starter vom Arenaleiter von Cresselia. Ja. Ist das nicht legendär? Ich muss es mir nach der Runde, nach der Folge angucken, wie hoch es positioniert ist. Wenn es, du hast also es geht nicht als legendäres. Ein, es geht als pseudo-legendäres. Okay. Das heißt, ich muss du hast gucken. Ein Cresselia vor dir. Ja. Du hast Pokebälle. Ja. Und du hast Trugschlag. Ja. Ja, dann viel Spaß. Danke. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich das fange, ohne es zu schwächen. Es ist ein Wasser-Pokémon, vergiss das nicht. Ich hab's gerade gemerkt. Es hat übrigens Mondschein, das kann also ein bisschen dauern, bis ich das gefangen habe. Du kannst ja so Zeit lassen. Alter. Es krittet mich. Ich weiß, dass es Mondschein hat. Zum Glück und das hat Konfusion drauf. Ist egal, ich hab Flunkiefer vorne. Selbst, es hat Psycho-Klinge, das ist super stark. Wow. Es krittet mich die ganze Zeit. Ja, ich weiß nicht, wie ich das Viech schwächen soll. Einfach einen Ball werfen? Hast du gute Bälle? Nicht so viele wie du. Weil ich nicht so viel Geld hatte wie du. Ich habe noch 14 Bälle. Du kannst es ja versuchen. Du kannst es ja sonst mit Wasser an. Wassermoves töten es doch nicht. Das ist doch normal effektiv, oder? Du hast nur Blubber, oder? Ja. Blubber soll es überleben. Aber nee, ich habe keinen Blubber. Wasserdüse und Aquaknarre. Wie hoch bist du? Ich glaube 17. Ja, 17. Theoretisch gesehen könntest du warten und gucken, ob ich überhaupt Glück habe, wenn ich sowieso nicht fange. Soll ich warten? Ja. Okay. Also du kannst versuchen, uns ein bisschen... Aber du weißt nicht, wie du schwächen kannst, ne? Ich weiß nicht, womit. Es heilt sich wieder hoch. Ich könnte mein totes Inkognito nehmen oder mein VM-Opfer, aber das wäre ja... Nee, das darfst du nicht. Das darfst du nicht. Ach, Trugschlag hat 40 im AP. Okay, gut, dann habe ich eine Chance. Agilität. Ja. Dann ist gut, dass es bei mir keine Psychoklinge eingesetzt hat. Welches Level war es denn bei dir? 13. Oh, ja, müsste es drauf gehabt haben. Bei mir hat es Bodyguard, den Mondschein, Konfusion und Agilität drauf. Falls wir es nicht benutzen dürfen, weil ich es nicht im Kopf...
Habe ich die Liste offen? Ne, habe ich nicht. Dann werde ich mir einfach einen anderen Encounter holen. Weil ich das Recht, einen neuen Encounter zu holen, habe ich auf jeden Fall durch das Fang. Ja, klar. Es wackelt immer nur einmal. Eieiei. Kannst du mal gucken, wer von deinen Pokémon die geringsten Werte hat und was wahrscheinlich ein Angriff von, davon tankt. Kannst du mal nachgucken. Du hast ja jetzt ein bisschen Zeit. Ja. Könnte ich machen. Ich könnte auch für dich gucken, ob du Cresselia nutzen darfst. Wenn du es hinbekommst, kannst du auch machen. Das ist BST, wie das heißt, dann musst du nachgucken. Ja. Spezial bin ich schwach. 23. Obwohl, du kannst es nur auf Mandy nachgucken, oder? Ja. Okay. Ich glaube, es ist keine Psychoklinge mehr. Es setzt noch Konfusion ein. Wenn, dann müsste ich es wirklich hier mit versuchen. Mit meiner Schildkröte, mit Eugene. Mit der speziellen Attacke, ne? Mhm. Los, ich nehme jetzt für dich extra einen Premierball. Den magst du doch bestimmt gerne. Natürlich. Nein, sofort ausgebrochen. Es hat doch noch Psychoklingen. Hat mich getrollt. Bitte, 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 bitte. Ich will doch nur ein Cresselia haben. Ist das so viel verlangt? Jetzt habe ich schon wieder so Pokémon, wo ich alle meine Bälle verbrauche. Das ist doof. Aber wir brauchen unbedingt den Encounter, sonst überleveln wir viel zu stark. Wenigstens kannst du mir nicht so schnell schädigen, so doll schädigen, aber Crit. Hm. Wie schreibt sich das denn? Was denn genau? Cresselia? Ja, CR oder? Du weißt doch, wie es aussieht. Mach einfach eine Liste auf mit allen und scroll runter. Mit CR, mit CRE. Mit Doppel S, Cresselia. Okay. Da. Zum Glück gehört zu den Sublegendären. Das weiß ich. Die BST brauche ich. Hm. Das habe ich vorher auch schon gesagt. Ja. Okay. Gut, dass Trugschlag so oft trifft, trotz Agilität. Ich hätte gerade einen Meisterball irgendwie. Hätte den nicht gerne. Ich hätte lieber nochmal das Pokémon ernsthaft sagen bekommen.
Das regt mich gerade ein bisschen sehr auf, das Pokémon. Ich hatte bis jetzt Glück, noch kein legendäres zum Fangen gehabt zu haben. Ja, ja. Oder semi-legendär. Reshiram, ein Pokéball. Ich erinnere mich. Ja, das war eine andere. Ich weiß. Trotzdem. Troll. Du fängst doch alles unter 5 Bällen. Ah, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Okay, mit maximal 5 Bällen. Er hat das zweite Doppelteam gemacht. Jetzt treffe ich wahrscheinlich gar nicht mehr. Und dass es sich hochheilt, habe ich es noch schwerer zu fangen. Ja, ich treffe gar nicht mehr. Oh Mann. Jetzt ist es auf plus 6 Flucht wert. Das ist nicht gut. Was? Doppelteam macht doch 2 Stufen, oder? Nee, ach, nur 1 Stufe. Das ist auf plus 6, das ist auf plus 3 Fluchtwert nur, okay. Jetzt ist auf plus 4 so gesehen. Ah, ich werfe einfach Bälle. Ich kann es nicht mehr schwächen. Weil ich es nicht mehr treffe. Die ganzen schönen Bälle. Ich hätte gern einen Meisterball jetzt. Ja. Gibt's schon Superbälle im Laden? 1899. Ist zu hoch, oder? Ich glaube. Ich weiß nicht genau, was du gesagt hattest. Ich glaube 1830 oder 50 oder so. Es ist zu hoch. Warte, es wurde gerandomized, das heißt, wenn ich einen Counter habe, muss ich es nicht fangen. Ich muss nur fliehen und habe einen neuen. Du hast gesagt, Lavados ist okay, ne? Ja, ich bin jetzt geflohen. Ich muss einen neuen haben. 1859. Ja, war zu hoch. Alles gut, regelkonform. Ich hab's nur zu viele Bälle verbraucht gerade, ist das Doofe. Gut, also habe ich einen zweiten Encounter. Das, welcher normal sein sollte eigentlich. Vielleicht, vielleicht das auch nicht. Fangen, such mit uns eins weiter zu fangen am besten. Wir können jetzt nicht so lange warten mehr, das ist alles so ein bisschen... Soll ich es einmal angreifen? Wasserdüse ist schwächer, oder? Sind beide gleich stark. Ist eins von beiden nicht physisch? Wasserdüse ist, glaube ich, physisch. Aquaknarre ist definitiv speziell. Aber ich glaube, Wasserdüse ist, glaube ich, physisch, oder? Guck mal nach. Das kann sein, aber speziell bin ich super schwach. Das Pokémon sollte später auch okay sein. Welches? Togepi. Togepi! Wasserdüse ist physisch, ja. Mit Wasserdüse könnte ich es töten. Gut, dass du nachgeguckt hast. Ich hätte auch Aquaknarre eingesetzt. Nee, gut, dass du nachgeguckt hast, was Cresselia ist. Meinte ich. Achso. Hat sie überlebt? Bis jetzt hat es mich angegriffen. Okay. Ja. Jetzt kannst du es fangen. Es war ein Crit. Fang es bitte trotzdem. Ich will nicht noch einen Crit riskieren. Wir brauchen die Pokémon unbedingt. Jetzt habe ich ewig Zeit und Pokébälle an Cresselia verbraucht. First Ball. Hast du's? Ja, ich hab's. Oh. Ist ja auch nur ein Togepi. Ey! Ein kleines, süßes Togepi. Ey! Wie entwickelt sich nochmal die Weiterentwicklung von Togepi? Ich glaube Zuneigung. Nee, das war die erste. Lichtstein. Muss mal nachgucken, ob man bei Supertrack auch Lichtstein bekommen kann. Ich habe noch keinen. Das wäre cool. Muss aber erst noch Zugang. Obwohl, es gibt, glaube ich, andere Wege, Zugang jetzt mit Supertraining zu erhöhen. Das heißt, Togepi sollte auch kein Problem sein. Ja. Oh, hey. Ich habe es auch geschafft. Nice. Na, sobald du in der Namensauswahl bist, machen wir einen kleinen Cut. Ach, gut. Wassergestein, schon wieder. Wie lange war ich jetzt in dem Pausapisodes Pokémon zu fangen? Viertelstunde? Kann gut sein. Okay. So, ich bin in der Namensauswahl. Okay, bis gleich, Leute. Bis gleich.
So, da sind wir wieder. Wie ihr sehen könnt, konnte Tier sich wieder nicht zurückhalten, weiter zu drücken. Er hat sich für Jinbei entschieden und ich habe mich für Mavis entschieden. Ja. Mavis ist ein Charakter aus Fairy Tail, kann man googeln, wenn man möchte. Okay. Der einer von den Personen, die früher die Gilde Fairy Tail gegründet haben. Und gut. Gut. Ich habe ein Pokémon. Warum ist da plötzlich ein Karate-Typ vor der Höhle? Weiß ich nicht. Darf ich weitermachen? Ja. Ha, gut. Ich muss noch weiter rein, tiefer in die Höhle erstmal. Ja. Ich spreche mal mit den Leuten in dem Haus davor. Vielleicht schenken die mir ja irgendwas Cooles. Dann sage ich dir Bescheid, wenn es irgendwas Cooles ist. Okay. Denn Vivi ist 18. Ja. Du musst Vivi benutzen. Die anderen brauchst du alle für die Arena. Aber. Okay. Also wenn das weiterhin so bleibt... Ja gut, wir haben jetzt ein neues Pokémon, ne? Du könntest aber auch das neue Pokémon nach vorne tun können. Nö, hätte ich nicht. Wieso? In der Box, ne? Richtig. Stimmt, ist bei mir auch so. Hier war das nicht der Aquaboss? Ist es bei dir jetzt jedes Mal der Aquaboss? Nein. Das ist nee, es ist Walter. Es ist der Arena-Leiter Walter. Perfekt. Hat er 6 Pokémon? Das wäre jetzt kritisch. Ist das nicht Typ Pflanze? Auch, ja. Entweder Pflanze Gestein oder Pflanze Boden. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Okay. Ich setze Dampfwalzer ein. Ah, Mann. Ich gehe erstmal mich heilen und neue Sachen kaufen mit Bälle und so weiter. Ein bisschen ja. Geld haben wir durch den Arena-Leiter bekommen gehabt. Ich habe Angst zu gucken, was Togepi für Attacken hat. Metronom. Nicht auf dem Level. Nicht? Glaub noch nicht, nee. Okay. Ich sage dir, wenn du mit Metronom Explosion einsetzt... Dann bist du nicht sauer auf mich, weil das Pokémon eh nicht so gerne magst. Richtig. Leg erstmal unser Nassgnet. Leg ich erstmal ab. Oh, ich hab's auf der Todesbox gelassen. Egal, ich will Togepi. Togepi! Hm. So, Togepi, kannst du irgendwas lernen oder hast du irgendeinen Move, der uns was bringt? Bitte, hab irgendeine Feenattacke. Nicht so eine Feenattacke. Ich bin mit meinem Pokémon ganz zufrieden. Heuler und Charm und Metronom. Heuler, Charm und Metronom. Läuft doch. Du hast Metronom. Ich kann wieder Heuler lernen mit Togepi. Oh. Ist doch gut. Ja, Wiederhall ist echt ganz gut. Ich hätte gerade gern einen Fokus-Code für Togepi, weißt du das? Ja. Vielleicht bekommst du ja einen. Du hast gesagt, mit Zerschneider kann man hier jeden umgehen? Ja. Okay. Muss man entscheiden, welches Pokémon ich jetzt überlevele. Ich glaube, ich brauche Meditier. Ich glaube, ich nehme Meditier mit überleveln. Weil... Obwohl, Meditier macht jetzt Schaden. Aber ich denke mal, ein bisschen Coverage ist ganz gut. Und wenn ich Pflanze, Kampf, Boot, Stahl, das sollte okay sein. Wir wissen eh nicht, was das nächste für ein Trainer ist. Nee, ich wusste ja nur gut, dass ich gut Coverage abdecke, weißt du? Ja. Können wir eigentlich im Norden auch noch irgendwie ein Pokémon fangen? Nee, oder? Wenn du eine Angel hast oder Surfer einsetzen kannst, mit Togepi zufällig. Ich kann Surfer einsetzen, aber im Spiel kann ich es wahrscheinlich nicht. Ah, okay. Dann vermutlich auch nicht. Nee. Schade. Dann muss ich später dran zurückkommen. Wo geht's jetzt eigentlich weiter? Ah, nach unten mit dem Boot fahren bis wir unten, ne?
Ja, du musst vorher noch was anderes machen. Ein Rivalenkampf, ne? Das weiß ich nicht, das kann sein. Du musst jedenfalls erst in das Gebäude hier oben rein, wo ich gerade auf dem Weg hin bin. Ist doch cool. Aus Versehen. Alles gut. Bin ich jetzt auch gerade reingelaufen. Ich habe einen Superball bekommen. Nachmacher. Oh, ich würde sagen Vormacher. Ach ja, okay, gut. So gesehen hast du recht. Ich muss gleich ganz dringend Supertränke so kaufen gehen. Ich hoffe, ich habe noch Geld. Ja. Ein paar Bälle habe ich ja zum Glück noch. Ja. Wir können das Zink noch verkaufen. Richtig, stimmt. Und ich meinen Beleber. Ach stimmt, den hole ich mir jetzt auch noch gleich. Ich weiß ja, wo er liegt. Oh, wir reden mit dem Chef. Kriegen wir einen Meisterball? Ja, ich glaube, schön wär's. Wär schön, ne? Aber ich glaube nicht, dass du so früh einen Meisterball bekommst. Ich will aber. Er geht nochmal zurück und guck mal, Chris Heller darf ich eh nicht. Obwohl es pseudolegendär ist, dürfte es so gesehen, dürfte ich es eigentlich benutzen. Also, die drüber sind, brauche ich halt nicht fangen, kriege ich einen extra Encounter, weil wir die eh nicht benutzen dürfen, so gesehen. Aber ja. Gilt eigentlich nur für die Legendären wirklich. Aber ich denke mal, es nimmt uns keiner böse, wenn wir sagen, dass wir pseudolegendäre Titore sind, auch so behandeln, oder? Das denke ich auf jeden Fall. Dann machen wir uns die Challenge ja selber nur schwerer, so gesehen. Ich denke mal nicht, dass die Leute dann... Das Einzige, worauf wir achten müssen, ist halt, wenn die Legendären unter dem Wert sind, können wir die halt benutzen, weil die halt nicht so OP sind, so gesehen. Also wie Lavados und welches so. Legendäre ist bitte da drunter? Lavados, Arctos, Zapdos. Okay. Noch ein paar andere. Yay, Trainer. Meinst du, schenken die uns irgendwas in dem Gebäude eigentlich? Ich glaube nicht. Ich quatsch einfach mal. Es kommt kein Kampf. Warte. Denn jetzt gleich, wenn du unten in den Süden gehst, kommt der Rivalenkampf. Wenn du aus dem Haus rausgehst? Nee, wenn du aus der Stadt rausgehst im Süden. Okay. Das war wenigstens jedenfalls früher so. Ich weiß nicht, ob das jetzt anders ist als früher. So, ich nehme erstmal meinen Fischi mit rein. Ja. So, weitergehen. Hier auf der ersten Etage gibt es keine Items. Auf der wahrscheinlich auch nicht. Ja. Halt ein kurzes Leben. Ja. Der Rivale steht vor der Tür, ne? Ja, ich weiß. Habe ich ja gesagt. Also ich habe ihn schon besiegt. Du hast nicht gegen ihn gekämpft. Richtig. Hat er schon 6 Pokémon jetzt? Ich weiß es nicht. Falls ja, haben wir ein Problem mit dem Level. Ich wollte nicht. Du kannst Super Bello und Super Tränke jetzt kaufen. Nice. Habe ich Geld dafür? Nein. Du hast mehr Geld als ich. Ich habe das alles ausgegeben, habe es fast alles wieder an Cresselia verbraucht. Ah. Oh. Und eigentlich will ich das Supertraining nicht mehr machen müssen. Na gut, einmal muss ich es eh nochmal machen, wegen dem einen Stein, den ich wahrscheinlich für Togepi brauche. Falls es den ergibt, ich muss nochmal schauen. Wenn es den ergibt, mache ich es nicht. Ich wollte in den Markt, genau. Also hast du schon probiert, aus der Stadt rauszugehen, aus dem Süden? Ob da was kommt? Ich verkaufe erstmal meinen Beleber. Kann ich einen Trank für kriegen? Die sind so teuer, die Superbälle. Kriegt man auch Premierbälle, wenn man 10 davon kauft? Ja. Aber ich kann mir maximal 3 kaufen. Das ist doof. Ich investiere in 2 Supertränke. 4.900 für Zink. Nice. Echt? Zink ist halt auch ziemlich viel wert. Dann überlege ich mir das doch noch mal zu verkaufen. Ich kaufe mal das. Ich habe mir jetzt erstmal 5 Superbälle geholt. Insgesamt. 4.900. Wow. Das ist irgendwie. Heilt Verwirrung. Nein, nicht verkaufen. Bringt doch nur 10.
Ja. Wir müssen jetzt in den Süden eh weiter, ne? Ja. Also ich kaufe mir jetzt 10 Superbälle. Und ich level lieber noch Mavis ein Level. In dem Gras, bevor ich weitergehe, weil ich habe Angst, dass da jetzt irgendwas passiert. Obwohl, ich muss eigentlich einen Trainer machen. Ich brauche das Geld. Habe ich einen Trainer ausgelassen? Ich habe den Wanderer ganz hinten ausgelassen. Den kann ich nur nachholen. Ich habe da oben noch viele ausgelassen. Stimmt. Und unten sind ja auch noch so ein paar.